Adi Schatz, wir brauchen heute 5. Die 5 ist, pass auf, wenn ich was sehe hinter dir. Die 5 ist hier unten. Die 5 holen wir jetzt mal raus. Die 5 machen wir jetzt mal auf. Und dann gucken wir mal, ob die 5 schmeckt. Yeah, die 5 schmeckt. Ich hoffe, mein Bier schmeckt mir auch. Okay. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Adi und der Adventskalender, ach, der Bier-Adventskalender von Kalea. Vielleicht schaffe ich es irgendwann, es nochmal richtig auszusprechen. Vorher aber zu Pupsis Türchen. Adi habt ihr ja schon gesehen. Pupsi hatte bei Karls wieder mal ein Sprüchlein. Wenn Schneeflocken vom Himmel fallen, schmeckt heiße Schokolade mit Marshmallows allen. Und dazu gibt es natürlich hier eine Trinkschokolade. Guckt euch das an. Das ist eine Trinkschokolade. Hier ist Schoko drin, hier ist weiße Schokolade und da sind noch so ein paar Marshmallows drauf. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Wir haben aber jetzt in unserem Kalender ein irisches Bier. Ich habe versucht, mal hinten drauf zu lesen, was da steht. Irgendwo ganz unten steht Company Kelbridge Co. Kildare Ireland. Was mich natürlich schon wieder nervt, es ist ein Retro-IPA. Pale Ale, IPA ist noch schlimmer als Pale Ale. Also naja, wenn ich so mir die Flasche angucke, sieht das aus, als wäre da lauter Dreck in der Flasche, der da rumschwimmt. Kann ich nicht beschreiben. Wir haben auf jeden Fall einen schwarzen Deckel. Der Deckel sieht ja an sich gut aus. Ja, das ist, das kannst du nicht schmeckern. Dann hast du hier so eine Banderolle oben drum mit schwarz, mit weiß. Das sieht ja gut aus. Kannst du nicht meckern. Da ist hier so ein Hopfenvogel. So ein Vogel, der da so einen Hopfen oder was das ist, in der Schnauze hat. Dann steht Rye River. Und unten drunter nochmal Brewing Co. Estet 2013 Retro IPA mit 5,6%. Caramelized and Malty Retro IPA. Was da noch alles draufsteht, kann ich nicht vorlesen, denn der Rest ist alles Englisch sozusagen. Aber wie gefällt euch das Design? Ich finde es eigentlich ganz cool. Es würde mir auf jeden Fall auffallen, wenn es irgendwo im Regal rumsteht. Das Etikett ist hier erst matt. In der Mitte dieser Vogel, der sticht ein Stück raus, also der ist so, das ist geprägt. Es ist geprägt, der ist uneben, das ist wie Blindenschrift, wenn du darüber gehst. Und das glänzt, während außen matt ist, ist das hier der Vogel alleine. Der glänzt, der ist erhöht, genau wie die Schrift außenrum ist auch erhöht. Das ist auf jeden Fall hochwertig, das sticht ins Auge, das fällt auf, das wirkt einfach nochmal besser. Ich würde für das Design der Flasche jetzt trotzdem nur 3 von 5 geben, weil es ist halt grün. So ein komisches Grün, was jetzt nicht das Schönste für mich ist. Da gibt es andere Grüntöne, die mir besser gefallen. Wir machen es jetzt aber mal auf. 3 von 5 für das Design. Wenigstens halt ein super Deckel. Aber das sieht so dreckig aus. Als würde da lauter Mist drin rumschwimmen, was wahrscheinlich auch so ist. Wir gucken mal, wir schenken es jetzt mal hier ein. Würde man so halten, einschenken, dann geht es ja um Farbe und Schaum, dann geht es um Geruch und dann geht es um Geschmack. Das sieht auf jeden Fall nicht zu hell aus, das gefällt mir gut. Oh mein Gott, bitte nicht daneben tropfen, das geht nie wieder raus. Wir halten es mal kurz fest, wir haben auf jeden Fall ein kleines Schaumkrönchen, das ist schon mal schön. Es perlt richtig, es ist lebhaft. Das ist schön. Es ist leider ein bisschen trüb, weil das so verunreinigt aussieht und dann so viel, da schwimmen so viel Bitterstoffe drin rum, so viel Hopfenaroma, so viel, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus mit Bier, ich trinke es nur. Es ist auf jeden Fall nicht zu hell. Es ist eigentlich kräftig von der Farbe her, aber es ist mir halt nicht klar genug. Es ist zu trüb, deswegen gefällt es mir doch nicht so. Wenn das jetzt noch diese kräftige Farbe vereint mit einer schönen mit einer schönen Note, wo du durchschauen kannst, dann wäre das richtig cool. Vielleicht 4 Punkte. So mache ich Abstriche und bleibe bei 2 Punkte. Leider nur.
Weil es sieht mir halt zu dreckig aus, auch wenn es eine schöne Krone hat. Wir riechen mal, nehmen mal den Geruch auf. Riechen tut's ganz gut, ihr habt wieder so ein bisschen säuerlichen Geruch, aber auch was Süßliches dabei. Das finde ich gut, das macht Bock aufs Trinken. Aber ich weiß schon jetzt, dass gleich wieder dieser extrem herbe, bittere, eklige Nachgeschmack kommt. Für den Geruch würde ich sogar 4 Punkte geben, weil riechen tut's gut. Es ist nur schlimm beim Trinken. Wir probieren mal Geschmack. Okay, ich bin positiv überrascht. Eigentlich ist IPA doch das Schlimme. Pale Ale auch schlimm, aber nicht so schlimm. Jetzt ist es genau andersrum. Das Pale Ale letztens fand ich so abartig, das ganze Gesicht hat sich verzogen. Das IPA hier ist nicht so bitter, ist nicht so brutal. Kann man besser trinken. Mir zieht sich jetzt zwar auch schon der Magen zusammen, weil es bitter ist, aber nicht so bitter, wie ich es erwartet habe. Das heißt, das ist eigentlich in Ordnung. Ich kann dem trotzdem aber keine 5 und keine 4 Punkte geben, dafür ist es mir immer noch zu bitter. Aber weil ich positiv überrascht bin, gebe ich keine 1 und keine 2, sondern 3 Punkte auf den Geschmack für dieses IPA von Irland mit dem Vogel drauf. Riecht gut, sieht gut aus. Eigentlich hat es einen schönen Durchschnitt erreicht. Wer den Rest jetzt noch wegtrinkt, dann muss ich noch ein zweites heute aufnehmen, weil ich sonst zeitlich nicht hinterherkomme. Ich würde sagen, Peace auf Vorhaut, euer Ramses. Ugh.